Gestern war der Aufgalopp in eine wirklich ereignisreiche Woche. Nur gestern war nicht so ereignisreich, weswegen sich niemand aus dem Fenster lehnt. Wir haben das zweitniedrigste Handelsvolumen an der Wall Street gesehen des bisherigen Jahres. Also da war wirklich Dunkeltuten, könnte man sagen. Jetzt aber wird es richtig interessant. Jetzt geht es los und die Frage stellt sich, wer gewinnt jetzt, die Bullen oder die Bären? Beide haben Argumente auf ihrer Seite. Wir wollen uns das Setup anschauen, was kommt, was ist zu erwarten und vor allem, warum, meine Damen und Herren? Wir haben heute Consumer Confidence von den Daten, von den Wirtschaftsdatenseite heute. Aber wichtiger werden vor allem Zahlen von Amazon, von AMD und vor allem von Supermicro. Das dürfte den Kurs von Nvidia deutlich beeinflussen und damit von einem absoluten Schwergewicht. Wichtig auch Eli Lilly heute zum Beispiel, die mehr Marktkapitalisierung auf die Waage bringen als Tesla. Also wir sehen, da ist einiges los. Morgen dann die Jaws, die Fed-Entscheidung am Freitag. Dann ISM, Non-Manufacturing und der große Arbeitsmarktbericht am Donnerstag, Apple. Also das, was gestern passiert ist, war ein Nothing-Burger, könnte man sagen. Wir sehen hier dieses Volumen, 45 Millionen SPY-Kontrakte. Das ist echt verdammt wenig. Wir sehen Tesla mit 15% nach oben. Wir sehen Apple ist gestiegen, also die beiden Verlierer des bisherigen Jahres. Die schwächsten Magnificent 7-Aktien sind gestiegen. Ich habe darüber berichtet, schreiben manche, naja, aber Tesla interessiert mich nicht, das ist ja dann alles langweilig. Naja, was soll ich sagen, ich kann nicht irgendwelche Sachen erfinden, sondern berichte eben das, was der Fall ist, und der Fall war Tesla. Wir sehen die Aktie ja zuletzt deutlich unter Druck, hohe Short Positionierung, und da hat es manche auf dem falschen Fuß erwischt, weil eben Illyria der große Hoffnungsverkäufer ist. Die Shorties haben wohl 5,5 Milliarden Dollar verloren in den letzten 4 Handelstagen. Die Aktie fast 40% gestiegen. Oben aber sehen wir mal die chinesischen Elektrofahrzeugexporte. Wir sehen, das Volumen scheint hier einigermaßen zu stagnieren. Das täuscht, weil schlichtweg hier ist das Nominalvolumen in Dollar, was diese Fahrzeuge kosten, letztendlich angegeben wird. Faktisch gehen die Exporte, steigen die Exporte weiter, nur die Preise für die Fahrzeuge fallen. Und genau das ist das Thema, warum ich natürlich überhaupt nicht an diese Rallye, an diese Zwischenrallye von Tesla glaube, weil dieser Markt komplett schwierig ist. Wie willst du da als Autobauer, das gilt auch für Volkswagen etc., wie willst du mit Elektrofahrzeugen überhaupt noch Geld verdienen? Das dürfte praktisch auf absehbare Zeit unmöglich sein. Hier sehen wir mal den Preis für gebrauchte Teslas von 67.000 im August 2022 abgestürzt auf jetzt 31.000 Dollar. Gleichwohl sehen wir Schlagzeilen wie von Morgan Stanley, die ja maßgeblich Elon Musk finanzieren, die ihm den Twitter-Kredit gegeben haben, die vieles, was Elon Musk angefasst hat, finanziert haben. He's back heißt es. Es sei ein Gesture of Tesla Commitment, also er hat sich mit Tesla committed. Manche fürchteten ja schon, er würde dann Tesla verlassen. Fakt ist, dass dieser, oder was sich zeigt, alleine in dem Preisverfall von Gebrauchtwagen im Elektrofahrzeugbereich, das führt dazu, dass Leasingfirmen jetzt von den Autobauern entschädigt werden. Warum? Diese Leasingfirmen, die stehen für über 50-60% des Absatzes von Elektrofahrzeugen, weil die das dann an Firmen eben weiterreichen als Leasingfahrzeuge. Jetzt haben die das Problem, die behalten die Autos ja nicht, sondern nach ein paar Jahren, nach 2 Jahren meistens oder so, dann verkaufen sie diese Autos. Jetzt sind die Restwerte so massiv gesunken für Elektrofahrzeuge insgesamt, dass sie hergegangen sind und den Autobauern gesagt haben, wir wollen aber Entschädigung. Und die haben ohne mit der Wimper zu zucken gezahlt, weil sie sonst überhaupt keine Fahrzeuge oder noch ganz, ganz wenige Fahrzeuge verkaufen. Hier sehen wir links nochmal die verschiedenen Tesla-Modelle, wie die praktisch an Preisen verlieren oder wie der Restwert dieser Tesla-Modelle sinkt. Rechts sehen Sie eine Grafik, die das nochmal auf den Punkt bringt. Mindestens 10% geht es nach unten für Audi. Fast 30% gebrauchte Audi-Elektrofahrzeuge. Also es ist ein Phänomen, das praktisch komplett verbreitet ist. Hat nicht nur mit Tesla zu tun. Also sagen die Fanboys, sagt die Religionsgemeinschaft, ja, aber Tesla ist ja dann kein Autokonzern. Okay, was ist es dann? Irgendwie eine fliegende Untertasse oder was? Fast 90% der Umsätze kommen über den Bereich Auto.
Wir sehen natürlich den Trend, dass andere Sektoren bei Tesla ein bisschen wachsen, aber das wird lange nicht reichen. However, das nur mal kurz am Rande. Jetzt wollen wir zum aktuellen Geschehen kommen, meine Damen und Herren. CTAs, diese amerikanischen Vermögensverwalter, Commodity Trading Advisor, die werden wieder als Käufer auftreten. So oder so, nachdem die gezwungen waren, teilweise zu verkaufen in den letzten Wochen. Jetzt ist es allerdings so, jetzt, dass am Monatsende wohl US-Pensionsfonds Equities verkaufen werden, also US-Aktien verkaufen werden im Volumen von 600 Millionen Dollar. Hat mit Rebalancing zu tun, also mit der Verteilung von Aktien und Anleihen im Portfolio. Und wir sehen, dass jetzt die Stock-Buybacks langsam wiederkommen. Dieses Fenster öffnet sich ganz, ganz langsam, also nicht auf einmal. Bis zu 5 Milliarden Dollar pro Tag werden dann den Aktienmärkten wieder an Liquidität zugeführt. Wie ist denn die bisherige Berichtssaison verlaufen? Durchschnittlich könnte man sagen, zumindest 77% der S&P 500 Unternehmen haben die zuvor drastisch gesenkten Erwartungen übertroffen. Du musst ja nur die Latte so weit runterlegen, dass jeder wirklich drüber springen kann. Also das ist ziemlich im Durchschnitt nicht schlecht, nicht besonders gut. Wir sehen Real Estate und Energy relativ schwach. Da haben es nur 1% der Firmen geschafft zu schlagen, während Consumer Discretionary, also Tesla zum Beispiel ist Consumer Discretionary, obwohl die es nicht geschafft haben, die Erwartung zu schlagen, was die Zahlen betrifft. Nur in Sachen Hoffnung, da ist der Elono absoluter Weltmeister. However, wir sehen also überraschend Consumer Discretionary stark. Real Estate, also Immobilienbereich und Energie ziemlich schwach, mindestens was das Übertreffen der Erwartungen betrifft. Und Erwartung ist auch das Stichwort. Wie geht es denn jetzt weiter an den Märkten? Hier mal anhand des S&P 500. Und hier sehen wir die exakt gleichen Charts, aber verschiedene Interpretationsmodelle. Und oben sehen wir den S&P 500 nach dem Rücksetzer und dem Anstieg. Könnte man sagen, naja, das ist eine inverse Schulter-Kopf-Schulter, also dass die Kurse dann weiter steigen. Unten im größeren Zeitfenster könnte man sagen, naja, das ist keine inverse Schulter-Kopf-Schulter, sondern eine Schulter-Kopf-Schulter. Aber das Gute ist, wir werden bald wissen, was der Fall ist, denn wenn der Kurs hier nach oben ausbricht, dann ist die Chance der Bullen gut, dass eben diese Rallye weitergeht. Wenn der Kurs hier dagegen unter diese Nackenlinie fällt, die wir hier sehen, also unter das Tief, das wir kürzlich hier gemacht haben, dann dürften die Bären die Oberhand bekommen. Also wait and see, viel mehr kann man derzeit nicht sagen. Interessanterweise übrigens, dass in den letzten 10 Minuten des Tradings mehr als ein Drittel der kompletten S&P 500 Trades gemacht werden, also die letzten 10 Minuten sind eigentlich das, wo das Volumen passiert. Interessanterweise, dass Sie das vielleicht mal zur Kenntnis nehmen, ebenso wie langsam die Stagflationssorgen zunehmen. Wir hatten ja ein schwaches GDP, ein schwaches BIP in den USA, nur plus 1,6% und damit deutlich niedriger als die Inflation, die ja über 3% liegt. Nun ist das BIP inflationsbereinigt, aber es zeigte dennoch ein ziemliches Abflauen der US-Wirtschaft, während die Inflation eben nicht abflaut. Und das ist wiederum zentral, dass die Fed die Zinsen absehbar erstmal nicht senken kann, weil eben zu hohe Inflation, was aber eine schwächer werdende Wirtschaft vielleicht brauchen würde. Wir sehen hier mal den Überblick S&P 500, diese Erholung. Oben sehen wir die 10-jährige Rendite, gestern ein bisschen nach unten gekommen. Und rechts sehen wir den S&P 500 auf Tagesbasis an gleitenden, wichtigen gleitenden Durchschnitten, 20er Tagesdurchschnitt, hier mal erstmal abgeprallt. Let's wait and let's see. Der Nasdaq, der hat es geschafft, in Richtung dieser gebrochenen Seitwärtszone wieder zu laufen, ist daran vorerst erst einmal gescheitert. Wir werden sehen, was Amazon, Apple, Supermicro, Computer heute bringen werden, wenn wir mal ganz große denken, meine Damen und Herren, also in Jahren und Jahrzehnten, und das sollten wir ja, meine Damen und Herren, dann sehen wir unten mal die Zinskurveninvertierung, normalerweise ja ein Rezessionssignal, und oben sehen wir RSI, wie also ist die Lage, wir sehen, der RSI ist deutlich tiefer jetzt aktuell, als wir waren, als die Kurse noch deutlich niedriger waren. Das ist eine sogenannte negative Divergenz im relative Stärkeindex. Wie gesagt, ganz übergeordneter Chart. Mal sehen, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Eins ist klar, Aktien sind in Relation zu Anleihen und zu Commodities, zu Rohstoffen, also ziemlich teuer. Dementsprechend kauft man, wenn man jetzt kauft, eben
übergeordnet auf einem relativ hohen Niveau. Wir hatten vorhin, oder ich hatte vorhin von Anleihen gesprochen, und gestern ist das, was einer der wenigen Highlights war, passiert, was man erwartet hat, nämlich die gute Janet Yellen, die hat vom Finanzministerium mal gesagt, noch wie viel Geld brauchen wir noch in den nächsten Monaten. Und da ist man bei dem dritten Quartal bei 847 Milliarden Dollar. Für das laufende zweite Quartal sind es 243. Das ist mehr als erwartet, was das zweite Quartal betrifft. Da war man vorher bei 202 bei Berechnungen. Also ein bisschen über 40 Milliarden Dollar müssen die Amerikaner mehr an Schulden aufnehmen. Das sind schon 40 Milliarden Dollar, meine Damen und Herren. Also wenn mir jemand sagt, bitte gib mir 40 Milliarden Dollar, dann weiß ich nicht, ob ich in die linke oder in die rechte Hosentasche greife. Es ist eigentlich wurscht. Portokasse. Hier sehen wir mal, wie die Verschuldung eben nach oben geht. Diese 800 ein paar zerquetschte sind um und bei im Rahmen der Erwartung. Aber eins ist klar, die Kosten für diese Schulden werden immer höher, über 1,1 Billionen pro Jahr Dollares. Und damit der zweithöchste Posten im US-Haushalt nach dem Social-Bereich, also dem Sozialbereich, Medicare und so weiter. Mehr als Verteidigung, also Zinsen kosten was. Und wir haben, oder Schulden kosten was, man hat ja lange gedacht, das wäre ein Free Lunch, Nullzinsen, wir machen schön Schulden, ist ja egal, jetzt kostet eben Geld wieder etwas, wir haben jetzt seit 2020 11 Billionen an neuer Verschuldung, das ist in etwa fast das Dreifache des deutschen BIPs, haben die Amerikaner mal eben seit ein paar Jährchen hier hinzugefügt. Insgesamt ja fast 100 Billionen die Verschuldung, wenn man Staat, 35 Billionen etwa, Unternehmen und eben die Haushalte dazu zählt, das hat seinen Preis. Anderes Thema nochmal, Rohstoffe, Kakao, das ja eine Rallye absolviert hat, die sich gewaschen hat, gestern mit dem größten Tagesverlust seit 65 Jahren. Wahrscheinlich will keiner mehr Kakao saufen oder Schokolade essen, meine Damen und Herren, eine andere Erklärung habe ich nicht für dieses Phänomen, aber Kupfer, was für die Wirtschaft ungleich wichtiger ist, weil in das Industriemetall, Dr. Copper sagt man ja, auch in erneuerbaren Energieanlageformen, Solar und so weiter, Wind, ist Kupfer ein wichtiges Metall. Hier jetzt höchster Stand seit mehr als 2 Jahren, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Wirtschaft in China so ein bisschen Lebenszeichen zeigt. Wir haben den Kaixin Manufacturing Index mit 51,4, damit also wieder Wachstum erwartet, 51,0. Das ist also jetzt das höchste Reading seit Februar 2023. Also vielleicht daher auch Kupfer beflügelt. Ich sage, wenn der Immobilienmarkt sich nicht erholt in China, wird sich auch die Wirtschaft nicht nachhaltig erholen. Das sind jetzt teilweise Folgen von Stimulusmaßnahmen der Regierung aus meiner Sicht. Und Stimulus ist auch das Thema, wenn wir über Europa sprechen. Wir sehen, dass die Schuldenniveaus in Europa steigen. Vor allem Frankreich ist hier zu nennen, wobei hier Prognosen gemacht werden. Wie geht es denn weiter? Die enthalten allerdings keine Rezession oder geopolitische Risiken, was man eigentlich machen sollte. Und wie Daniel Stelter sagt, hochverschuldete Staaten wie Italien, Frankreich stellen sparsame Staaten wie Deutschland vor die Wahl. Entweder sie akzeptieren höhere Inflation oder sie stimmen zusätzlich gemeinsamen Schulden auf EU-Ebene und größeren Finanztransfers zu. Also es ist so eine Art Chicken Game. Die anderen wissen, letztendlich werden Holland, Deutschland, Finnland, diese Länder werden das irgendwie bezahlen müssen oder werden sich daran beteiligen müssen, entweder durch eine höhere Inflation, was ja praktisch eine Enteignung ist auch, oder eben durch Finanztransfers, gemeinsame Schulden. Das ist das große Problem, das wir in der EU oder in der Eurozone haben, die so wenig wächst wie kaum ein anderer Teil dieser Welt. Wir sehen global, hat sich das BIP vervierfacht. Klar, man kam von niedrigem Niveau, USA, aber mehr als 300%. Selbst Japan ist stärker gewachsen als die EU. Also ein Trauerspiel, meine Damen und Herren. Abschließend will ich Ihnen zwei Empfehlungen geben. Fiete de Guindos, der Spanier,
hat er gesagt, ja, Inflationsausblick birgt erhebliche Risiken. Warum? Weil eben wir sehen, dass Rohstoffe steigen, dass der Euro schwächer werden könnte. Mit anderen Worten, was die Gündos hier sagt, wir haben ein bisschen die Muffe, dass wenn wir die Zinsen senken und die Amerikaner es nicht, dann der Euro abverkauft wird, was dann wiederum letztendlich zur Inflation bei uns führt. Also in der Eurozone. Erste Empfehlung, die ich Ihnen mitgeben möchte, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite ist aus meiner Sicht ein hochinteressanter Text, wie die Amerikaner versuchen, mit den Chinesen zu kommunizieren angesichts des Besuchs von Blinken in Peking. Da droht man den Chinesen auf der einen Seite, macht auf der anderen Seite Angebote und hat eine bestimmte Kommunikation mit der Bevölkerung, die hochinteressant ist, was da passiert. Hat der Janet Yellen schon gemacht, was dann Blinken auf anderer Ebene nochmal fortgesetzt hat. Super interessanter Artikel, wie ich finde. Zweite Empfehlung, gerne auch weiterempfehlen über Social Media. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.